Moin Moin und herzlich willkommen auch heute wieder bei Angies Hobby-Ecke. Wie ihr seht, habe ich hier ein neues Projekt liegen. Mir war tatsächlich meine Galaxie ein bisschen zu dunkel momentan. Ich wollte eher was Farbenfrohes machen. Auf meine runden Strasssteine hatte ich jetzt aber auch nicht so wirklich Lust. Deswegen habe ich geguckt, was mein momentan am kleinsten zu wartendes Projekt ist. Und da fiel mir mein 50x40 Schmetterling ein, den ich bei Yum über den Händler Kamiji oder Kamiji bekommen habe. Das wird dann hier oben dieser wunderschöne Schmetterling. Und ja, wie ihr seht, sind wir noch ganz am Anfang. Ich muss noch meine Steinchen umfüllen und ja, hier liegt auch schon mein Washi-Tape, was ich mir dafür ausgesucht habe für die Kleberänder an der Ecke. Und ja, würde jetzt einfach mal anfangen. Ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich jetzt so ein bisschen was verändern möchte bei meinen Videos. Ich will euch ja so ein bisschen mehr zu mir als Person erzählen tatsächlich. Und ja, will einfach mal gucken, wie ich das so hinkriege. Als allererstes interessiert euch wahrscheinlich, wer ich überhaupt bin. Ja, ich habe Familie und zwei kleine Töchter, da ich allerdings dementsprechend die alle so ein bisschen aus der Öffentlichkeit raushalten werde. Ich weiß ja nicht, welche Ausmaße mein Kanal eventuell noch annehmen wird. Will ich es tatsächlich dabei auch belassen. Ihr könnt gerne wissen, dass meine älteste Tochter fast 4 ist. Meine jüngste, die ist jetzt 8 Monate alt. Ich selber bin 34 und verheiratet, glücklich verheiratet. Und ja, wir wohnen in Niedersachsen, haben hier ein schönes Häuschen, wo wir ordentlich Platz haben. Ja, was gibt es in meiner Person noch groß zu erzählen? Ich war schon immer relativ künstlerisch veranlagt, tatsächlich. Ich habe früher schon sehr viel gemalt und habe auch viel gebastelt und rumexperimentiert. Noch früher in meiner Schulzeit habe ich Gedichte geschrieben und so meine Teenager-Gefühlswelt, ihr kennt das alle, so ein bisschen verarbeitet. Und ja, so mit dem Erwachsenenalter hat das alles so ein bisschen nachgelassen. Ja, irgendwann habe ich dann tatsächlich das Malen nach Zahlen für mich entdeckt. Aus dem einfachen Grund heraus, dass ich damals in einen Burnout kam. Und ich habe einfach so ein Stück weit was für mich gebraucht, um meine Gedanken einfach so ein bisschen fokussieren zu können, um mich selber ein bisschen mehr kontrollieren zu können, um was zu finden, woran ich Freude hatte. Und ja, so kam ich dann zum Malen nach Zahlen. Für Erwachsene natürlich, das war mit Acrylfarben. Ich glaube, das ist auch das einzige Malen nach Zahlen, was es gibt, aber egal. Habe da ein paar schöne Projekte angefangen, habe leider tatsächlich nur eins beendet. Das ist ein sehr, sehr schöner Tiger geworden mit so ein bisschen einem indischen Hintergrund. Sieht sehr, sehr toll aus. Falls ihr daran Interesse habt, zeige ich den eventuell auch mal. Falls ihr da Interesse dran habt, schreibt das gerne einfach mal in die Kommentare. Dann zeige ich den durchaus auch mal. Ist ja nicht so, dass ich den verstecken will. Ja, und damit habe ich einfach so ein bisschen mein Gleichgewicht auch wieder gefunden. Allerdings ging dadurch auch so ein bisschen meine Kreativität verloren. Vielleicht wisst ihr, wie das ist. Im Alter hat man eh nicht mehr so den Kopf frei, um kreativ zu sein. Zumindest nicht im Alltag. Es gibt durchaus einige, die widersprechen mir da jetzt, die immer kreativ sind. Bei mir war es halt leider nicht so. Ich habe da einiges von meiner persönlichen Kreativität eingebüßt. Ja, aber das war auch okay. Ich habe da kein großes Problem mit gehabt.
Also, ja. Ja, als es mir wieder besser ging, habe ich mich wieder schön in die Arbeit gestürzt. Und ja, darüber hinaus dann tatsächlich das Malen nach Zahlen nicht mehr weiter verfolgt, also tatsächlich überhaupt gar nicht mehr. Ich habe noch, nee, das sind aber lange Päckchen hier. Sekunde, ich muss mich mal eben hier ein bisschen sortieren. Die packe ich jetzt erstmal auf Seite, die langen Dinger hier. Ja. Vorführeffekt. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe den Faden verloren. Egal, ihr wisst, ich bin relativ neu bei YouTube und dass ich jetzt hier irgendwie Selbstgespräche führe, ist für mich tatsächlich auch neu. Also, ja, seid geduldig mit mir. Ja. Wie dem auch sei, ist halt damals so gewesen. Ist mittlerweile auch schon 9 Jahre her. Von daher, ja, vielleicht fragt ihr euch noch, was ich beruflich gemacht habe, dass ich mit Mitte 20 einen Burnout hatte. Ja, ihr Lieben, ich war in der Gastronomie tatsächlich. Ich bin gelernte Restaurantfachfrau und wurde so verheizt. Also, weiß ich nicht, ich selber habe da tatsächlich nicht viel von gemerkt, weil ich war am Arbeiten und ja, mir hat das durchaus auch Spaß gemacht, ne? Aber wenn man da dann irgendwie im Monat mit seinen ja, knappen 250 Stunden nach Hause geht, macht sich das auf Dauer schon bemerkbar. Naja. Ich bin tatsächlich mittlerweile so weit, dass ich sage, ich werde nie wieder in die Gastronomie zurückkehren. Außer jetzt tatsächlich mal irgendwie kleine Ausflüge. Ich habe einen befreundeten Kerl, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ich habe einen Bekannten, dessen Eltern haben einen Gastronomiebetrieb. Und wenn bei denen Not am Mann ist, dann sage ich ja. Klar, ich komme vorbei, ich helfe euch eben 1, 2 Stunden, aber dann gehe ich halt auch wieder nach Hause. Ne? Also ich bin da schon straight mittlerweile. Ne? Ich helfe da, wenn es brenzlig wird, ganz einfach, weil es mein Kumpel ist, weil der ein bisschen wie zur Familie gehört. Das war es dann aber auch schon. Ne? Und sonst zurück in die Gastronomie will ich einfach auch nicht mehr. Also, ihr kriegt das wahrscheinlich nur so ein bisschen aus den Medien mit. Die Gastronomiebetriebe zahlen tatsächlich meistens, ich weiß, es gibt auch Ausnahmen, aber meistens nach wie vor nur Mindestlohn, egal ob gelerntes Personal oder halt eben ungelerntes Personal. Und ja, ich sage mir immer, ich habe nicht irgendwie 3 Jahre gelernt, um ja, für eine Massenabfertigung mehr oder weniger mit Mindestlohn abgespeist zu werden. Das können ungelernte Kräfte auch. Ich will jetzt hier überhaupt niemanden angreifen, ne? Ich meine, bin ja froh, dass es ungelernte Kräfte gibt, die tatsächlich diesen Job machen wollen. Aber ich für meinen Teil bin mit dem Thema durch. Aber wie gesagt, wenn man eine gelernte Kraft mit Mindestlohn abspeisen will, dann läuft auch einfach irgendwas verkehrt, ganz ehrlich. Und dann hört man immer nur von allen Seiten, ja, Nachwuchsmangel und bla. Das sind alles hausgemachte Probleme. Das kann man dazu einfach nur sagen. Ja, ich hoffe, das Geknistere im Hintergrund ist nicht allzu laut. Aber ich kann das leider gerade nicht vermeiden, hier mit meiner Umfüllerei. Wie ist das mit euch? Habt ihr auch Erfahrung in der Gastronomie? Oder seid ihr vielleicht in einem noch anstrengenderen Job, wie zum Beispiel der Pflege? Würde mich sehr über Kommentare freuen. Also ja, ihr könnt mir auch sehr gerne Fragen in die Kommentare stellen. Solange die nicht irgendwie grenzwertig sind, werde ich euch die Fragen auch sehr, sehr gerne beantworten. Überhaupt gar kein Problem.
Ist vielleicht cleverer, wenn ich erst draufschreibe, was es für eine Nummer ist und das dann auspacke. Vielleicht fragt ihr euch ja tatsächlich auch, warum ich überhaupt den YouTube-Kanal für mich dann aufgemacht habe. Das hat tatsächlich mehrere Gründe. Der größte Grund ist ganz einfach der, dass ich das Diamond Painting ganz gerne bekannter machen will. Vor allem in der deutschen Community. Es gibt sehr, sehr, sehr viele englischsprachige YouTube-Kanäle. Es gibt aber nur relativ wenige deutsche. Und da will ich einfach noch so ein Stück weit mithelfen, das ein bisschen bekannter machen. Wow, die funkeln aber. Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen durch die Kamera. Die funkeln total cool. Auch wenn es rosa ist, Flamingo-rosa, naja. Ja, auf jeden Fall YouTube-Kanal. Ich will das einfach so ein bisschen bekannter machen. Mir selber hilft das Diamond Painten ungemein. Es erdet mich, es beruhigt mich. Es ist mein Ausgleich zum stressigen Familienalltag. Ich meine, ja, momentan bin ich zwar noch in Elternzeit. Nichtsdestotrotz ist so eine fast vierjährige Tochter durchaus auch nochmal eine Herausforderung für sich. Und ich bin einfach sehr, sehr froh, dass ich für mich ein Hobby gefunden habe, was ich tatsächlich auch einfach mal zwischendrin machen kann. Wenn die Große im Kindergarten ist und die Kleine irgendwie mal eine halbe Stunde schläft oder so, kann ich mich eben einmal kurz hinsetzen und kann eine halbe Stunde painten. Das ist total super und schafft mir einfach einen total klasse Ausgleich, muss ich echt sagen. Und ja, der YouTube-Kanal, der dient tatsächlich auch so ein Stück weit als, ja, als Therapie, würde ich fast schon sagen. Ich bin eine Person, ich habe im Verlauf der Jahre sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Dementsprechend bin ich im Laufe der Jahre recht introvertiert geworden, habe mich ziemlich zurückgezogen, habe immer mal wiederkehrende depressive Phase, in der ich mich einfach nur verkriechen will. Und YouTube ist zumindest so gedacht, soll da so ein Stück weit helfen, hätte ich jetzt fast gesagt. Es soll mich so ein Stück weit auffangen, dass ich mich nicht ganz einigle. Und wer weiß, vielleicht geht es ein paar von euch genauso, dass ihr auch eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf irgendwelche anderen Menschen habt, aber andererseits sagt, so ganz alleine ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Irgendwie so ein bisschen Unterhaltung hätte ich ja doch schon ganz gerne. Ja, oder einfach die Anonymität vom Internet, ne? Natürlich weiß man natürlich dann auch zu schätzen, ne? Das ist ganz klar der Vorteil. Und ja, deswegen habe ich einfach meinen YouTube-Kanal aufgemacht, einfach um zu gucken, vielleicht kann ich ja auch anderen Leuten diesen Mut machen, ein Stückchen weiterhelfen, wieder sich zu sich selbst zu finden, ein Stück weit einen Ausgleich für sich selber zu finden. Und ja, vielleicht, man weiß es ja nicht, wer weiß, vielleicht entstehen da sogar Freundschaften drauf. Man kann sich ja immer mal austauschen und vielleicht findet sich in der großen, weiten, deutschsprachigen Welt jemand, der sagt, ja, ich kenne das, ich weiß, wovon du sprichst, mir geht das ganz genauso. Ich habe aber irgendwie keinen großartigen Bock, darüber zu reden. Lass uns doch mal einfach ein paar E-Mails tauschen. Bin ich gerne für offen. Könnt mir gerne per Nachricht in die Kommentare schreiben. Oder ich verlinke einfach meine E-Mail-Adresse. Ich glaube, das habe ich tatsächlich auch schon in die Beschreibung. Und dann könnt ihr gerne mit mir in E-Mail-Kontakt auch treten und euch mit mir austauschen. Oder auch, wenn ihr
mal Zuspruch braucht oder einfach euch mal was auf der Seele liegt, wo ihr aber denkt, boah, irgendwie mit meinem Partner oder mit meinen Freundinnen drüber zu schnacken, zu quatschen, also schnacken ist Norddeutsch für quatschen, Entschuldigung, das ist mir tatsächlich dann auch ein bisschen unangenehm. Und das öffentlich in ein Forum machen will ich auch nicht so unbedingt. Überhaupt kein Problem. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben und dann können wir da gerne drüber schnacken. Überhaupt kein Problem. Depressionen sind halt auch ein bisschen heimtückisch. Man merkt tatsächlich selber gar nicht so direkt, in was für einen Kreis man da gerät. Man merkt einfach nur, dass man irgendwie keinen Bock auf nichts mehr hat, dass man einfach nur in Ruhe gelassen werden möchte. Und es ist schon auch schwierig dann tatsächlich, sich da jemanden zu öffnen, sei es jetzt der Partner oder eine Freundin oder halt eben auch ein Therapeut. Also ich habe mir eine Therapeutin jetzt tatsächlich gesucht und werde auch eine Langzeittherapie machen, um diese zyklische Depression, so nennt sich das Ganze, besser in den Griff zu kriegen, dass ich da einfach ein bisschen besser mit klarkommen, mit meinen Hochs und Tiefs, mit meinen dunklen Phasen und mit meinen hellen Phasen. Das alles muss natürlich schon auch ein Stück weit analysiert werden. Und ich kann nur jedem raten, holt euch Hilfe. Und wenn ihr echt mal nur mit einer Freundin quatscht oder die Anonymität des Internets bevorzugt oder tatsächlich den Schritt gehen wollt, in Therapie zu gehen. Das hört sich immer so fürchterlich an, in Therapie. Ich bin doch nicht geistig gestört. Das hat mit der Therapie an sich auch überhaupt gar nichts zu tun. Therapeut hilft eigentlich nur, tatsächlich ein paar Sachen klarer zu sehen. Und in meinem Fall mit meiner eigenen Gefühlswelt und mit meinem eigenen Kopf-Bauch-Dilemma ein bisschen besser klarzukommen. Und das liegt mir tatsächlich auch so ein Stück weit am Herzen, das ganze Thema so ein bisschen zu desensibilisieren. Ich habe zum Beispiel meine Jüngste bei einer Tagesmutter, also nicht immer, sondern nur einmal die Woche. Und die hat doch tatsächlich, also nicht meine Jüngste natürlich, sondern die Tagesmutter, hat doch tatsächlich vor ein paar Tagen zu mir gemeint, ja, und die Mutter von XYZ, die hat ja auch ein Problem, die ist ja auch nicht ganz normal. Und auf mein Nachhaken hin habe ich dann tatsächlich erfahren, dass die Mutter von XYZ auch an Depressionen leidet. Und hat aber dann direkt von der Tagesmutter so einen Stempel mehr oder weniger aufgedrückt gekriegt. Die ist ja nicht normal, die hat sie ja nicht mehr alle. Ganz ehrlich, das ist eine so falsche Einschätzung. Depressionen können jeden von uns treffen. Mal weniger stark, mal mit voller Wucht. Aber Depressionen können jeden treffen. Und das ist einfach noch immer in unserer Gesellschaft so ein Tabuthema. Und ich weiß überhaupt gar nicht, wieso. Weil es ist nichts Schlimmes. Absolut nicht. Ich habe dann auch mit der Tagesmutter tatsächlich darüber nochmal gesprochen und meinte, du, ich finde das nicht gut, dass die Mutter von XYZ da so einen Stempel von dir aufgedrückt kriegt, weil die kann da nichts dafür und es ist doch schon mal gut, dass sie sich Hilfe gesucht hat. Ich meine, wir wissen das aus Medienberichten von prominenteren Fällen, welche Ausmaße einfach eine Depression annehmen kann. Und ja, ich finde das dann einfach falsch, den Leuten dann diesen Stempel aufzudrücken. Wir sind keine gestörten Menschen, nur weil wir depressiv sind.
Wir haben einfach nur eine schwierige Zeit momentan. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht alle haben oder nicht ganz sauber sind oder weiß der Geier, was es da noch für Redewendungen gibt. Also so ein Blödsinn. Und da muss ich sagen, habe ich mich auch ein bisschen geärgert und auch ein bisschen erschreckt. Das war tatsächlich mit ein Grund, warum ich mich entschieden habe, das Ganze auf YouTube tatsächlich mit zum Thema zu machen, meine Erkrankung mit der Depression. Wie gesagt, ich will anderen Betroffenen eventuell Mut zusprechen. Ich will zeigen, dass es auch anders geht. Und vor allem will ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir nicht mehr dieses Stigma haben, von wegen, die sind doch gestört. So ein Quatsch. Also wirklich. Ja, und deswegen habe ich mich tatsächlich auch entschlossen, auf YouTube das öffentlich zu machen. Dementsprechend werde ich mit meiner Familie aber trotzdem weitestgehend anonym bleiben. Man weiß ja nie, was das dann für Kreise zieht und dann vielleicht auch in der Stadt, in der wir wohnen. Und ja, man muss das ja nicht alles herausfordern, wie es dann so ist. Entschuldigt meinen Ausbruch, aber guckt euch mal dieses tolle Lila an. Ich stehe ja total auf Lila. Das ist so eine warme, freundliche Farbe. Wenn ich so ein Lila sehe, habe ich direkt gute Laune. Total super. Muss ich echt sagen. Ich liebe, liebe, liebe Lila. Was ist denn eure Lieblingsfarbe? Schreibt mir die doch mal in die Kommentare. Schade, dass ich hier nur drei Päckchen von habe. Also ich habe jetzt gut die, ja, ich sag mal, Hälfte umgefüllt tatsächlich von den Steinen. Und ich hatte noch nicht einen fehlerhaften Stein entdeckt. Wow. Das hatte ich von namhaften, auch deutschen Diamond Painting Herstellern schon echt anders. Meine 29 Döschen kriege ich hier wohl doch nicht unter. Nee. Da muss ich wohl noch mal ein bisschen improvisieren. Habe ich mich ein bisschen verschätzt. Dachte, die passen hier easy rein. Naja. Ja. Sowas finde ich ja immer toll, ne? Graue Steine. Und der Aufdruck von den DMC-Nummern ist grau. Sieht man total super. Nicht. Gleich in die Tonne treten, den Scheiß, ey. Mann, Mann, Mann. So, jetzt mal eben gucken. So, jetzt sieht man das. 5, 3, 5. Ja, wo wir ja gerade dabei sind, ein Bild meiner Persönlichkeit zu malen. Vielleicht interessiert euch, was ich neben Diamond Painting noch so als Hobbys hatte, muss ich sagen. Diamond Painting nimmt jetzt tatsächlich meine komplette zur Verfügung stehende Freizeit ein. Ich mache nichts anderes mehr in meiner freien Zeit außer Diamond Painting. Ich bin da total süchtig nach. Ich liebe das einfach total. Es gab tatsächlich auch noch nichts, was mich so gefesselt hat wie das Diamond Painting. Egal, abgesehen vom Diamond Painting hatte ich noch andere Hobbys. Ich bin gerne Inline-Skaten gewesen. Ich bin sehr, sehr gerne am PC zocken gewesen. Ja, eure Angie ist eine Zockerin. Ah, guck mal, nochmal so ein tolles Lila. Das ist ein bisschen heller als das andere gerade. Aber auch richtig, richtig schön. Da freue ich mich schon drauf, das zu painten. Jubel! Ja. Und ja, neben Inlineskaten, genau, ich war ja noch beim
zockend am PC tatsächlich stehen geblieben. Falls ihr euch fragt, was ich denn so gezockt habe, muss ich zu meiner großen Schande gestehen, ich habe lange Zeit auf MMOs verwendet, also Massively Multiplayer Online-Spiele. Sagt euch jetzt wahrscheinlich so nichts. Wenn ich allerdings ein Beispiel nenne, werdet ihr da sofort wissen, was gemeint ist. Ich habe jahrelang ziemlich exzessiv World of Warcraft gespielt. Ja. Auf verschiedenen Servern, auf beiden Seiten. Ich war Allianz und Horde. Natürlich nie gleichzeitig, weil man muss ja auch zu seiner Fraktion stehen, ne? Und für die WoW-Spieler unter euch, Loktar Ogar. Kleiner Insider. Ja, vor WoW habe ich ganz lang Dark Age of Camelot gespielt. Das war auch ein Online-Rollenspiel. Das war tatsächlich mein allererstes MMO, was mich damals echt fasziniert hat, weil ich da online in unterschiedlichste Rollen schlüpfen konnte. Das war schon sehr, sehr, sehr cool. Ich will da aber gar nicht so mehr aufs Detail eingehen. Falls euch das interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann mache ich mal ein Angies Zocker Special. Ich heiße ja Hobby-Ecke und nicht Diamond Painting-Ecke. Ne? Muss man ja mal sagen. Ja, abgesehen davon mochte ich eigentlich alle Spiele, die mit Rollenspiel zu tun hatten oder Aufbausimulationen mochte ich super, super, super gerne. Als bestes Beispiel fällt mir da eigentlich immer Tropico oder Port Royal ein. Solche Sachen, wo ich in der Karibik meine Siedlungen aus dem Nichts erschaffen musste. Ja, solche Sachen habe ich super, super, super gerne gespielt. Oder halt tatsächlich Fantasy. Ne? Also alles Mögliche, was da irgendwie in die Richtung Mittelalter ging mit Schwert und Schild auf Gegnerhorden einhauen. meine Angehörigen retten oder beschützen oder halt eben für den König, den ich habe, irgendwie in die Schlacht ziehen. Solche Sachen. Fantasy-Rollenspiele mochte ich immer sehr, sehr gerne. Da fällt mir zum Beispiel Gothic ein. Oder was habe ich denn noch sehr gerne gespielt? Ja, einiges, aber ich will euch damit jetzt auch echt nicht langweilen. Wie gesagt, falls euch sowas mal interessiert, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Dann mache ich mal ein Zocker-Special, ganz abseits vom Diamond Painten. Und ja. So. Ja, neben dem Zocken hatte ich gar nicht so sehr viel andere Hobbys, weil das schon relativ zeit- und vor allem geldintensiv war. Holla die Waldfee, habe ich Geld ausgegeben für Spiele, für den Computer. Eieieiei. Ich weiß nicht, wie viele 100 € ich da gelassen habe. Aber gut, das Geld wandert jetzt halt in Diamond Paintings. Mein Mann fragt mich schon immer: Wo kommt denn das Diamond Painting wieder her? Und ich mache da nur so, zucke ich mit den Schultern und gucke ganz unschuldig. Keine Ahnung. Hab's gesehen, musste ich haben. Naja, momentan sind tatsächlich noch drei auf dem Weg. Und insgesamt, ja, drei noch nicht begonnene. Drei mit diesem begonnene. Naja. Kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, worauf man tatsächlich gerade Lust hat. Ne? Wenn ich Lust habe irgendwie auf was Episches, dann mache ich an meiner Galaxie weiter, auch wenn die echt zeitintensiv ist. Wenn ich einen verspielten Tag hatte, dann mache ich mein Stressbild weiter. Und ja, wenn ich einen Tag habe, so wie heute, wo mich beides nicht so ganz ansprechen konnte, dann mache ich halt ein anderes. Ich habe ja noch welche.
So ist das. Ja, was habe ich denn noch für Hobbys gehabt? Oh, ganz wichtig, lesen. Gerade auch zu meinen depressiven, dunklen Phasen habe ich super viel gelesen. Ich habe mich dann mehr oder weniger, gut, das war, als ich noch keine Familie hatte, ich habe mich dann unter meine Bettdecke verkrochen und habe dann mit einer Taschenlampe ganze Bücher am Stück verschlungen tatsächlich. Ich habe sehr, sehr viel gelesen. Würde ich tatsächlich heute auch noch gerne, aber dank Kiddies und Diamond Painting fehlt mir so ein bisschen die Zeit mittlerweile. Vor allem dank der Kiddies, weil wenn man liest, zumindest die Bücher, die ich lese, das ist keine leichte, dahin plätschernde Kost, sondern da muss man sich schon auch drauf konzentrieren. Also, da kann ich dann mal nicht eben eine halbe Stunde irgendwie 100 Seiten lesen oder so, sondern da brauche ich schon ein bisschen länger Zeit, um die ganze Fülle aufzunehmen. Ist halt schwierig mit Kindern. Ein paar von euch wissen das vielleicht. Alle anderen, die keine Kinder haben und sich denken, ach, so schlimm kann das nicht sein, denen sage ich, wartet mal ab. Wartet nur mal ab. Ach ja. Falls ihr euch übrigens fragt, was das hier für Döschen sind, das sind Medikamentenbecher. Die habe ich bei Amazon gefunden. Die waren echt super günstig. Ich habe für 240 von diesen Bechern, habe ich knapp 9 Euro, glaube ich, bezahlt. Ich linke die euch nachher dann unten in die Beschreibung. Und wie ihr mal sehen wollt, da passt echt eine große Menge rein. Also ich habe schon geguckt, 11 Tüten sind kein Problem. Also 2200 Diamanten. Ich glaube, 12 würden wohl auch noch passen, aber die habe ich tatsächlich noch nicht aufgefüllt. Wie ihr sehen könnt, mein Stapel an Tüten leert sich langsam aber sicher. Ein paar haben wir noch. Aber dann können wir endlich starten. Und ich freue mich schon. Mal was anderes, nicht ganz so düsteres wie die Galaxie. Ich meine, ja. Bei der Galaxie, da komme ich später, wenn ich zur Mitte hinkomme, auch zu leuchtenderen und helleren Farben. Ich meine, nicht umsonst sind das irgendwie 52 Farben bei der Galaxie. Dafür ist halt momentan der ganze Rand und man fängt halt nun mal meistens beim Rand an. Dunkelblau und schwarz. Wenn ich ein Feld freimache, habe ich eigentlich immer so 5 auf 10 Zentimeter. Und das ist schon viel dunkelblau und schwarz in einem Feld. Und gerade wenn man so ein bisschen depressiv angehaucht ist, ist das einfach auf Dauer gesehen ein bisschen eintönig. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich meine Galaxie weitermachen, weil ich einfach das Projekt an sich super finde. Auch wenn die Steine mich da echt zur Weißglut treiben. Aber das ist ein anderes Thema. Das hat ja hier mit dem Bild nichts zu tun. Und wir sind ja jetzt dann, zumindest bald, in absehbarer Zeit, hier bei dem Bild. Ja, ich bin am Überlegen, was könnte euch denn noch so interessieren über mich? Sportarten vielleicht. Also früher, als ich noch mehr Zeit hatte, habe ich gerne Sport gemacht und auch durchaus viel Sport gemacht. Ich war aktiv im Volleyballverein. Ich habe sehr viel Inline geskatet, wie ich vorhin bei meinen Hobbys schon erwähnt habe. Dann, als die Zeit durch meinen Job bedingt ein bisschen knapper bemessen war, bin ich sehr viel ins Fitnessstudio gegangen. Ja, all das mache ich jetzt momentan tatsächlich nicht.
Zum einen, weil ich da nicht so die Zeit habe. Ich meine, ja, eigentlich hätte ich die Zeit, aber dann würde ich kein Diamond Painten mehr können. Ne? Und mir ist meine Zeit, muss ich gestehen, auch ein bisschen zu schade. Ich möchte dann lieber was machen, wo ich ein bisschen abschalten kann. Einige von euch werden jetzt sagen, naja, beim Sport kann man ja auch abschalten und so. Ja, kann man, natürlich. Aber für mich war Sport tatsächlich Sport, also Arbeit, ne? Anstrengend. Und ja, naja, ich werde auf jeden Fall wieder mehr Sport machen, weil durch zwei Kinder, sind wir mal ehrlich, habe ich gut zugelegt. Und ich will das einfach auch wieder loswerden, meine Pfunde. Und ja, aber bis es soweit ist, wird das noch ein bisschen dauern. Ich habe momentan einfach ganz andere Baustellen. Ich habe mit meiner Ältesten echt viel um die Ohren momentan. Die Jüngste kriegt jetzt langsam Zähne und ja, das ist eigentlich so ein bisschen meh alles momentan. Und noch dazu geht es mir seelisch ja eh nicht ganz so gut momentan. Und ja, aber das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Da will ich auf jeden Fall demnächst mal wieder ein bisschen was machen. Absolut. Absolut. Wie ist das bei euch? Was habt ihr so für Hobbys? Neben Painten natürlich. Heute ist ja so ein bisschen Off-Topic-Tag. Gibt es auch irgendwelche Sportarten, die ihr unbedingt mal ausprobieren wolltet, aber euch nie so wirklich getraut habt? Bei mir wäre das zum Beispiel Segelfliegen oder auch, wie heißt das, Paragliden. Ich bin ja so ein Mensch, ich mag die Schönheit der Natur super, super gerne. Und ich glaube, von da oben sieht das alles auch total toll aus. Blöderweise habe ich echt ganz fürchterliche Höhenangst. Und ja, das beißt sich natürlich so ein bisschen. Ich tue mir schon schwer, wenn ich auf eine dreistufige Haushaltsleiter muss, weil ich irgendwie was vom Schrank oben holen muss. Ich bin nämlich nicht gerade die Größte, leider. Und ja, das ist dann schon ein bisschen, würde ich schon ganz gerne, aber nö. Kopf sagt nö. Oder ich möchte auch unbedingt tatsächlich mal in den Urlaub fliegen. Hört sich total lapidar an. Aber ich bin noch nie in meinem Leben geflogen tatsächlich. Hat auch großteils mit meiner Höhenangst zu tun. Aber ich will das unbedingt mal machen. Das muss so toll sein von da oben. Unten auf die Welt gucken und wenn alles so klein ist. Und das ist bestimmt mega. Aber auf gut Deutsch, da muss ich ja auch erstmal den Popo in der Hose haben für. Weiß ja nicht, ob ihr gerade mit euren Kindern zuguckt. Da will ich natürlich keine Kraftausdrücke verwenden. Das wollen wir nicht. So, nur noch drei Farben, ihr Lieben, und dann können wir mit dem Bild anfangen. So, ich schneide mir hier immer so ein bisschen was ab und die restlichen, die packe ich einfach wieder weg. So, damit kann ich später dann meine schönen Medizinbecherchen wieder auffüllen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber diese Medizinbecher, die sind der Knüller, muss ich echt sagen. Beste Erfindung für Diamond Painting ever. Ich hatte auch mit dem Gedanken geliebäugelt, mir diesen Koffer zu holen, die es da ja so gibt, mit diesem Reißverschluss, ja, Reißverschlussköfferchen, muss man da ja eigentlich sagen, mit diesen kleinen Fläschchen drin. Aber da sollen irgendwie immer nur so 2 bis 3 Tütchen reinpassen. Und ich will doch nicht alle 10 Minuten irgendwie mein komisches Dingens da nachfüllen.
Da habe ich dann schon lieber ein bisschen was Größeres. Braucht dann zwar auch ein bisschen mehr Platz. Dafür muss ich nicht so oft nachfüllen. Da hätte ich ja überhaupt keinen Bock zu. Und die Zipperbeutel, da kann ich mittlerweile die Leute mit totschmeißen. Da sind ja immer, also nicht immer, aber meistens welche dabei bei den Diamond Paintings. Aber die sind mir ein bisschen zu unhandlich tatsächlich. Gerade wenn ich dann irgendwie so die eine Farbe fertig gepaintet habe und die dann wieder einfüllen will, finde ich ein bisschen blöd. Weiß ich nicht. Habe ich ausprobiert und fand ich nicht so gut. Weiß ich nicht. Wie ist das bei euch? Was nutzt ihr denn? Bin ich ja mal neugierig. Ich bin ja für Neues immer offen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch von irgendwas anderem überzeugen. Wie gesagt, meine Medizinbecher haben jetzt nicht die Welt gekostet. Jetzt habe ich hier natürlich ein paar Diamanten verloren. Aber ich muss echt sagen, da ist bislang nichts irgendwie mit den Steinen. Ich habe noch nicht einen fehlerhaften Stein entdeckt. Noch nicht einen. Bin ja echt ein bisschen beeindruckt hier, ey. So. Ja, ich hoffe, wie gesagt, das Geraschel ist nicht allzu schlimm. La, la, la. Ja, ein bisschen überfragt jetzt. Das könnte. Ah, ein J ist es. Okay. Ein kleines J mit Punkt obendrauf. Großbuchstaben und Kleinbuchstaben. Okay. Habe ich so auch noch nicht gesehen, dass da mit Kleinbuchstaben gearbeitet wird. Wieder ein Steinchen verloren. Wie meine Oma damals schon sagte, Mädchen, du musst besser auf die Sachen aufpassen. Ja, danke Oma für diesen Rat. Ich versuche das noch heute, klappt aber nicht. Schwerkraft ist nicht mein Freund. Mein Mann lacht mich schon immer aus, weil echt fast täglich mir irgendwie was total Blödes passiert und mir irgendwas runterfällt. Oder ich ganz elegant und lässig versuche, irgendwie was zu schmeißen und natürlich voll daneben werfe. Mein Mann lacht mich dann immer aus und sagt, du Trottel. Schwerkraft ist nicht mein Freund. Und ja, ich bin gelernte Restaurantfachfrau. Schwerkraft war auch damals noch nie mein Freund. Ich hatte tatsächlich sogar schon mal einen Arbeitgeber, der hat mir Geld abgezogen, wenn ich mal wieder ein Glas kaputt gemacht habe. Hat zwar nicht sehr viel gebracht, aber er hat es zumindest versucht. So, jetzt kommen wir zu dem Packen hier. Das sind 25. Okay. Das ist so eine Art beige. Würde ich mal so sagen. Weiß ist es nicht. Ich würde sagen, das ist so ein beige. Das ist dann der Hintergrund mehr oder weniger von dem Schmetterling. Schmetterlinge sind tatsächlich auch mit meine Lieblingsmotive. Die sind so leicht und sorglos und die verkörpern für mich tatsächlich Frieden. Schmetterlinge verkörpern für mich Frieden.
weiß auch nicht. Ich habe deswegen auf meiner AliExpress-Wunschliste, da sind irgendwie mittlerweile über 90 Sachen, nicht alles Diamond Paintings um Himmels Willen, aber schon zum größten Teil. Und von den Diamond Paintings nochmal sind bestimmt die Hälfte irgendwelche Paintings mit Schmetterlingen drin. Ach Quatsch, die Hälfte, zwei Drittel bestimmt. In allen möglichen Farben und Variationen. Je bunter, desto besser. Mag ich super, super gerne. Wenn ich irgendwann mal wiedergeboren werden sollte, ich möchte bitte ein Schmetterling sein. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass es meine Lieblingstiere wären. Das nicht. Aber Schmetterlinge sind schon ziemlich cool. Meine Lieblingstiere, die sind dann von etwas größerer Natur. Wie Pumas oder Panther. Aber auch so coole Tiere wie Erdmännchen. Erdmännchen sind auch cool. Erdmännchen sind cool, aber leider ziemlich eintönig. Deswegen werde ich wohl nie ein Bild mit Erdmännchen painten. Also nicht eintönig vom Wesen her, sondern von der Färbung des Fells her halt. Ne? Sehr eintönig. So, ihr Lieben. Tada! So, ihr Lieben, für heute war es das auch schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben schenkt, wenn euch das Video gefallen hat, damit ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin, um neuen Content für euch zu kreieren. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö, eure Angie.